Das ist der Liebling der Kinder, dicht gefolgt von Jürgen Hadl. Er ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Vogtland zuständig und auch er weiß, wie man Kinder begeistert. Das ist ja schön, dass der Aqualino mal Zeit hat für uns. Doch nicht in erster Linie um Aqualino ging es heute Vormittag im Gelände des Blauner Wasserbehälters 1874 an der Pausauer Straße. Wir weihen heute unser erstes Schaubild ein. Wir haben hier an diesem Wasserbehälter sehr viele Kinderaktionen und da geht es um Wasserkreislauf, um Wasser in der Natur, natürlich auch um unser Trinkwasser und hier haben wir beides verbunden. Der Wasserkreislauf wurde bildlich vom Adorfer Künstler Nico Roth umgesetzt. Dieses Wasserwerk hier an der Pausauer Straße, das liegt sehr verkehrsgünstig. Wir haben also die Straßenbahn vor der Haustüre. Viele Plauner Schulen nutzen zu Projekttagen die Möglichkeit, die Anlage zu besichtigen. Selbstverständlich ist es auch für Auswärtige möglich, hier mal einen Besuch abzustatten und sich bei uns anzumelden, um auch das Wasserwerk sich anzuschauen. Denn wir haben hier auch ein Wasserwerk. Wir bereiten hier Wasser aus der Region auf, was dann auch ins Plauner Ortsnetz eingespeist wird. Circa 40 Erstklässler aus der Rückertschule waren heute bei der Einweihung dabei. Aqualino spendierte jedem Kind eine Trinkflasche und die wurde dann auch gleich gefüllt. Den bildhaften Wasserkreislauf begreifen sie mit etwas Erklärung sehr schnell und darum geht es dem Verband. Nach der Besichtigung des Wasserwerkes bilden sie dann aber wieder nur eins.